Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch. Ja, in diesem Fall für die Nintendo Switch Lite. Ja, wir werden heute wieder in den Cup fahren und zwar bin ich mir sicher, dass das der Blumencup ist, den wir heute bestreiten werden. Und ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zuschauen und wir legen gleich los. Wie gesagt, es handelt sich hier um die Nintendo Switch Lite Version, deswegen auch der kleine Bildschirm. Ich hoffe, dass man das so weit so gut sehen kann. Und ja, welchen Fahrer wir heute nehmen werden. Ich denke, wir nehmen heute mal den Link. Ja, den normalen Link. Ja, Link. Link, 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 Link. Ja, das Auto sieht geil aus. Ich glaube, das nehmen wir gleich. Aber andere Räder? Na, nee. Nehmen wir die Zelda-Räder dazu. Und den Hyrolegleiter, damit wir das ganz im Original haben mit Link. Ja, wie gesagt, wir machen den Blumencup. Ich gehe das jetzt so hier, so der Reihe nach. Normalerweise gehe ich immer so rauf, also rauf, runter, dann wieder rauf, dann wieder runter. Aber wir machen es hier mal so. Also Blumencup mit Link. Link, 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 Link. Ja, Link ist eigentlich aus der Legend of Zelda. Was hat Link überhaupt in Mario Kart zu tun? Also zu suchen in dem Fall. Keine Ahnung. Aber was auch immer. Wir fahren heute den Blumencup 50cc mit unserem Held aus Hyrule, den Link. Im grünen Gewand. Und in geilem Bolide-Auto mit originalen The Legend of Zelda-Räder. Und den originalen Hyrule-Gleiter. Ja, natürlich fahre ich wieder mit dem Joy-Con. Ja, wie immer ganz gechillt. Ja, Link ist eigentlich ein ganz, ganz cooler Zelda-Charakter. Ich mag The Legend of Zelda eigentlich echt gerne. Aufgewachsen bin ich eigentlich nicht damit. Ich habe mich erst viel, viel später mit Zelda beschäftigt. Auf allererster Stelle kommt Mario. Dann kommt Sonic. Dann ist Donkey Kong gekommen. Und dann erst The Legend of Zelda bei mir. So war das bei mir damals. Mein erstes The Legend of Zelda, was ich gespielt habe, war eigentlich das Ocarina of Time für die Nintendo 64. Dann habe ich Wind Waker gespielt, das war mit dem Toon Link. Und dann habe ich Twilight Princess gespielt. Und dann das Skyward Zelda Spiel, das übrigens im Juli für die Switch kommt. Ich werde es mir natürlich zulegen, keine Frage, da ich das Skyward-Spiel total gerne mochte, auf der Nintendo Wii war das. Ich habe das Spiel ja auch noch in meiner Sammlung, also ich habe es für die Wii und freue mich total, dass es für die Switch rauskommt. Ich habe es mir eigentlich damals auf der Wii U gewünscht, aber dann haben sie es doch nicht mehr in HD gemacht. Aber es hat eigentlich eine sehr, sehr gute Grafik gehabt auf der Wii. Also ich habe die Grafik sehr schön gefunden. Obwohl es nicht gerade HD war, sondern nur eine Auslösung von 480p war. Ja, man kann sich natürlich den HD-Stecker für die Nintendo Wii kaufen, dann ist die Grafik noch schöner.
Aber dafür habe ich eh die Nintendo Wii U. Ja, zurück zu Mario Kart 8 Deluxe. Wir fahren mit Link. Und wir sind in der letzten Runde mit 9 Münzen. Oh, wir haben gerade einen Unfall gebaut. Wir wurden vom Blooper mit Tinte beschossen und sind aber trotzdem Erster geworden. Und es geht ins nächste Rennen. Ja, mal sehen, wie die nächste Strecke heißt. Ja, das ist die Tor's Hafenstadt. Eine sehr schöne Welt. Also eine sehr schöne Strecke. Ich mag die Tor's Hafenstadt eigentlich total gerne. Nur was mich richtig aufregt, ist, dass man da leider immer wieder ins Wasser fallen kann oder irgendwo rausfahren kann. Aber ich habe zur Sicherheit unseren automatischen Wegweiser eingeschaltet, damit Link in diesem Fall keinen Unfall baut. Naja, wer weiß, was Link noch alles kann. Nichts gegen dich, Link. Nicht beleidigt sein. Ich glaube, Link weiß schon, was ich meine. Ja, von manchen YouTubern, was bei mir kommentiert haben damals, wo ich das The Legend of Zelda gemacht habe auf meinen ganz alten Account, den ich leider nicht mehr habe. Den habe ich gelöscht, weil den habe ich gar nicht mehr benutzen können wegen einem E-Mail-Problem damals. Damals habe ich geheißen Mario, also das erste war natürlich It's Me Mario und dazu habe ich noch geschrieben Mario Time, also It's Me Mario Time hat mein erster YouTube-Kanal geheißen und den habe ich dann umbenannt in The Nintendo World. Weil ich ja Zelda dann auch gemacht habe und ja, nicht nur Zelda, da habe ich sogar ganz alte Spiele gemacht. Zum Beispiel die ganz früheren Spiele wie Mickey Mouse, Magical Mirror oder Shadow the Hedgehog oder auch Asterix und Obelix. Aber für den Game Boy habe ich das gemacht, nicht für die GameCube oder so. Ja, ich habe das damals, wo ich meinen Gameboy noch gehabt habe, meinen Gameboy Color, da habe ich das auch so gefilmt. Konnte man zwar nicht wirklich gut sehen, aber immerhin war es ein wenig was. Ja, das waren meine Zeiten von früher. Ich muss sagen, dass ich meinen alten Kanal ziemlich vermisse, weil da hatte ich, glaube ich, so 70, 75 Abonnenten gehabt. Ich weiß auch nicht, was da damals war, dass ich mich nicht mehr anmelden konnte, genau, bei dem Kanal. Und dann habe ich beschlossen, dass ich den komplett lösche und mir irgendwann wieder einen neuen erstelle. Ja, und so kam es zu Hannes Spielegalaxie. Ja, Hannes Spielegalaxie. Auf den Namen bin ich gekommen, weil ich mir gedacht habe, ich mache ein Kolosseum. Zuerst habe ich gedacht, wieso nenne ich denn nicht Hannes Spiele-Kolosseum oder Hannes World of Games? Nein, dann habe ich mir gedacht, ich nenne den Kanal einfach Hannes Spiele-Galaxie, weil ja Hannes auch mein richtiger Name ist und Spiele-Galaxie ist einfach der beste Name dazu, wenn man Let's Play bzw. ganz viele Spiele Let's Play, wie zum Beispiel Mario Kart und so weiter. Ja, das war's, wie ich auf diesen Namen gekommen bin. Aber nun zurück zu unserem Zelda, was ich über Zelda sagen wollte noch, weil wir jetzt ja mit Link hier fahren.
Ja, mir ist damals oft die Frage gestellt worden, zwar von ein paar solche Engländern, würde ich mal sagen, weil die haben immer Englisch gesprochen, und zwar haben die mir immer geschrieben, why you didn't play Zelda? Ja, dann habe ich mich dann manchmal gefragt, ja, warum spiele ich nicht mal Zelda? Dann habe ich mit Zelda Ocarina of Time auf meinem alten Account angefangen. Nicht für die Nintendo 64, sondern für die Nintendo GameCube in diesem Fall. Das waren so Bonus-CDs damals vom Wind Waker. Da habe ich Ocarina of Time gespielt. Ja, ich habe es glaube ich nicht ganz fertig gespielt, aber ich habe es weit gebracht. Außerdem habe ich auch dann Twilight Princess auch für die Nintendo GameCube gemacht, aber da bin ich nicht weit gekommen. Und da war ja auch dann das Problem mit dem Account. Wie gesagt, ich konnte mich nicht mehr anmelden, ich hatte keine Ahnung warum. Und ich habe mir dann gedacht, ich lösche den Kanal, weil es keinen Sinn mehr hat. Ich weiß auch nicht genau, was da genau das Problem damals war mit der E-Mail und so. Naja, Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist die Gegenwart. Also, let's go. Ja, aktueller Stand. Wir sind Erster mit Link, 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 Link. Ja, Link ist kein Pokémon, ich weiß. Aber ich mache das einfach gerne, da mir dieser Name auch Link sehr gut gefällt. Ich habe auch schon bei Pokémon zum Beispiel mich Link genannt. Oder auch bei manchen Zelda-Teilen wie Zelda Ocarina of Time oder Wind Waker habe ich mich einfach nur Link genannt. Aber das war früher. Ja, was eigentlich mein Lieblings-Zelda-Teil war, wenn ich ehrlich bin, es war Twilight Princess. Ich war zwar nicht sehr gut darin, aber ich habe es einfach geliebt, weil es auch von der Story her wirklich einer der besten Zelda-Spieler aller Zeiten war. Ja, natürlich, was jetzt so von Zelda richtig nice ist, für manche Fans hier ist Breath of the Wild das beste Zelda-Spiel aller Zeiten. Ich muss euch sagen, Leute, ich bin überhaupt kein Fan von Breath of the Wild, The Legend of Zelda. Zwar aus diesem einzigen Grund, weil ich eine Niete in dem Spiel bin, beziehungsweise weil Link dauernd stirbt. Egal was ich mache, Link stirbt. Ich habe einfach total überhaupt keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich habe das Spiel übrigens für die Wii U. Und ich werde es mir auch nicht für die Switch zulegen, weil ich es einfach nicht, beziehungsweise ich sage jetzt nicht leiden kann, aber ich bin ein Noob darin und deswegen möchte ich mir das Spiel nicht zulegen, weil es mir reicht, dass ich es schon für die Wii U habe und bei der Wii U schon abgekratzt bin. Ich glaube, ich bin eigentlich ein wenig weit gekommen bei Breath of the Wild und dann habe ich aufgehört zu spielen, weil es mich einfach nur enttäuscht hat und wahnsinnig aggressiv gemacht hat. Ich meine, wer rastet bitte nicht aus, wenn ein Charakter dauernd stirbt? Da ist ja Mario Bros. Wie noch besser gewesen in dem Fall. Ich meine, in Mario Bros. Bin ich auch nicht wirklich der Held oder so, aber wenigstens kann ich das Spiel besser als Breath of the Wild in diesem Fall von The Legend of Zelda. Ja, Leute, ich weiß, ich rede eigentlich die ganze Zeit fast über Zelda, obwohl wir ein Mario Kart Spiel spielen. Aber das hat ja auch diesen einzelnen Grund, den einzigen Grund auch, wie man sagt, oder wie ich sagen könnte, weil wir gerade mit Link spielen und Link eigentlich überhaupt nichts in Mario Kart zu suchen hat, wenn wir ehrlich sind. Aber ich muss meinen Senf dazugeben, ich mag Link in Mario Kart.
Ich habe kein Problem gegen ihn. Aber wenn wir ehrlich sind, Link hat in Mario Kart nichts zu suchen, weil er sein eigenes Spiel hat. Aber das würde natürlich auch heißen, dass Link in Smash nichts zu suchen hat. Aber das meine ich natürlich jetzt nicht so, als dass ich sagen würde, Mann, Link ist scheiße, Link ist kacke in Mario Kart oder in Smash. Nein, ganz im Gegenteil, Link ist awesome. Und ich bin froh, dass sie ihn reingesteckt haben, in Mario Kart und in Smash vor allem. Bei Super Smash Bros. Melee und Super Smash Bros. Brawl war ich mit Link immer der Beste. Also ich konnte mich mit Link wirklich behaupten, wie mit anderen Charakteren. Ja Leute, wie gesagt, Link ist super und auch seine Spiele sind der Hammer. Nur bei Breath of the Wild, da kann ich nicht mithalten und auch nicht sagen, dass es wirklich ein super Spiel ist. Für mich ist Breath of the Wild einfach so ein Spiel, was ich einfach lieber bleiben lasse, bevor ich mich wieder unnötig darüber aufregen muss. Und ja, gehen wir am besten mal zu Mario Kart 8 zurück. Also Mario Kart 8 Deluxe in dem Fall, weil es für die Switch ist, die Switch-Version. Ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Mario Kart 8 Wii U und Mario Kart Deluxe 8? Ja, ich würde mal sagen, die DLC-Charakter musste man bei der Wii U-Version kaufen und bei der Switch hat man schon alles dabei. Also ist in diesem Fall die Switch-Version wirklich nützlicher als die Wii U-Version. Was noch ein Unterschied sein könnte, ja, auf jeden Fall gibt es auf der Switch-Version mehrere Charaktere als bei der normalen Wii U-Version. Und natürlich ist auch die Grafik um einiges besser auf der Switch wie auf der Wii U. Obwohl, wenn ich ehrlich bin, in Mario Kart ist mir die Grafik so egal. Ich mag auch die meiste Grafik am meisten von Mario Kart Double Dash. Ist sowieso das beste Spiel aller Zeiten von Mario Kart. Zum Beispiel diese Grafik wäre mir lieber. Ja, herzlich willkommen zu Mario Kart TV. Link hat heute wieder ordentlich eingemischt. Er hat in Marios Piste, Torts Hafenstadt, die Gruselvilla, die Shy Guys Wasserfälle, hat er überall den ersten Platz belegt. Und ja, Link ist heute sozusagen im Mario Kart der Star. Das war's wieder mit Mario Kart TV. Schaltet bitte wieder ein. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder sozusagen. Ja, du hast 1250 Münzen gesammelt. Ein neues Fahrzeugteil ist nun verfügbar. Awesome. Das werden wir uns dann im nächsten Part ansehen. Ja, zurück zum aktuellen Punktestand. 60 Punkte und 3 Sterne. Herzlichen Glückwunsch, Link. Du bist heute nicht der Held von Zelda, sondern der Held von dem Blumencup in Mario Kart 8 Deluxe. Ja, Leute, das war's auch wieder mit dem Cup und mit dem jetzigen Part für heute von Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch bzw. Nintendo Switch Lite in dem Fall. Ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit über Zelda gesprochen habe und über meinen alten YouTube-Account. Hoffe ich, dass euch das Video trotzdem unterhalten hat und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich demnächst in Planung habe, dass ich SpongeBob SquamKopf Schlacht um die Bikini Bottom mir für die Switch zulegen werde. Und ich habe schon im Plan, dass ich das Let's Playen werde, auf jeden Fall. Nur wann das genau sein wird, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall werde ich es mir zulegen. Ich werde es mir im Nintendo eShop kaufen und dann runterladen. Sobald ich es habe, werde ich dann wahrscheinlich auch
das Let's Play beginnen. Das ist meine heutige Nachricht gewesen. Also meine gute Nachricht. Für mich ist es zumindest eine gute Nachricht, weil ich bin ein echter SpongeBob-Fan. Ich habe das Spiel auf der PlayStation 2 und auf der Xbox damals gehabt. Ich schwöre euch, ich liebe das Spiel. SpongeBob SquarePants und die Schlacht um die Bikini Bottom ist eines der besten Spiele aller Zeiten gewesen. Also wer zu dem Spiel sagt, SpongeBob SquarePants ist für kleine Kinder sogar können euch sagen, dass dieses Spiel auch für Erwachsene ist, weil es ist nicht gerade einfach. Ich selbst hatte damals Probleme, dass ich das Spiel zu 100% durchspiele. Also ich bin mal gespannt, ob ich es auf der Switch schaffen werde. Also auf der Switch Lite in dem Fall schaffen werde. Sobald ich es habe, werde ich ein Let's Play natürlich starten. Natürlich werde ich das noch vorankündigen. Und ja, wann das genau sein wird, weiß ich noch nicht. Okay Leute, lasst mir auf jeden Fall wieder ein Like da. Vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und drückt bitte die Glocke, damit ihr alle Videos von mir seht und keines verpasst. Schaltet auf jeden Fall wieder ein. Ich werde schauen, dass ich so gut wie möglich und so schnell wie möglich weitere Videos von mir hochladen werde. Natürlich wird es jetzt eine weitere Woche, denke ich, noch Mario Kart 8 Deluxe geben. Falls es mal was anderes gibt, lasse ich euch das natürlich vorher wissen. Und wie gesagt, SpongeBob SquarePants, Schlacht um die Bikini Bottom, Retarded, oder wie das heißt, werde ich mir auf jeden Fall für die Nintendo Switch zulegen oder auch für die Xbox One. Aber ich denke, dass es fürs Erste die Switch sein wird. Mit der Switch Lite kann ich das dann überall spielen, wo ich will. Und ansonsten werde ich es mir für die Xbox zulegen. Aber erstmal kommt die Switch dran. Also meine Nintendo Switch Lite hat auf jeden Fall weitere Spiele zu spielen verdient. Gebt meiner Nintendo Switch Leid doch mal ein Kompliment für das, dass sie so gut funktioniert. Ein wenig Applaus wäre wirklich nicht schlecht. Alles klar, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch Lite, was auch immer. Und ja.